Der Boost-Modus ist total richtig fertig bei der elektrischen Schwalbe. Du denkst erstmal, wenn du jetzt im Go-Modus fährst, boah, es geht ja gar nicht. Und dann machst du den Boost. So, ich fahr mal los. So, hallo Freunde. Ich find's mal wieder, der Lemke. Ich soll hier heute mal wieder von Dennis so einen schönen Mischer hier probieren, wie der so funktioniert und fährt. Hab da bestimmt bei ihm im Video auch schon gesehen. Das ist so eine Elektroschwalbe. Neu gemacht. Also selbstverständlich aus Plastik und nicht mehr aus Blech. Und Dennis meinte, diese Karre, die soll wohl so absolut gut nach vorne gehen. Hat mir den jetzt hier in Go-Modus gestellt. Das soll wohl so ein Stadtmodus sein. Bisher überzeugt sie mich nicht. Aber wir sind mal gespannt, ne? Wir müssen ja nur erstmal aus der Großstadt raus. Meine Scheibe beschlägt hier ganz. Ich sehe fast nichts mehr vorne. Ja, ansonsten, wie geht es euch? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Hat gar keinen Sound, ne? So eine Schwalbe, die normal so einen schönen Zweitaktklang, so ein bisschen püt, püt, püt. Jeder aus dem Osten wird es kennen und wird dieses Ding wahrscheinlich auch automatisch hassen, weil es hat ja keinen Zweitaktmotor. Mal gucken, vielleicht geht es ja besser als so eine Schwalbe. So eine Originale, Entschuldigung. Ja, ansonsten schön viel Akkulaufzeit hat das Ding wohl angeblich. Und vor allem in meinen Augen sieht es echt schnittig aus, ne? Also ist der Originalschwalbe echt sehr gut nachempfunden. Natürlich auch eine Fahrschullehrer vor uns, die kommen ja eh mal nicht aus dem Fetten, ne? Nee. Oh, schöne Kurvenlage. Habe ich eben gerade schon gesehen, als ich oben stand und mich drauf gesetzt habe. Die Karre, die hat keine Kette. So wie das so ein Motorrad oder so normalerweise hat, sondern der ist angetrieben über einen Keilriemen. Ist natürlich sehr wartungsfrei. Diese Keilriemen, die halten auch echt lange und das macht das Ganze natürlich nur noch besser, ne? Also kein Verschleiß an Kette, kein Ritzel, was verschleißen kann. Kein Kettenblatt, was verschleißen kann. Man muss nicht darauf achten, dass die Kette nicht rostet, so wie an Dennis einer 300er zum Beispiel, weil die rostet nämlich quasi immer. Ja. Ist ganz cool. Ich finde das hier auch mit diesen Blinkern so lustig. Schönes Feature, hat auch nicht jeder. So, dann machen wir jetzt hier einfach mal, machen jetzt mal den Mischer hier richtig an. Ist jetzt Boost-Modus drin. Ich gebe jetzt mal noch nicht Feuer, das machen wir gleich. Vorne kommt gleich eine Kreuzung und dann laden wir die Kiste mal richtig durch. Aber ich höre schon, der V8, der brödelt jetzt langsam. Ich halte ja von dieser Elektromobilität fast nichts, ne? Aber irgendwie werden wir ja doch fast dazu gezwungen, dass wir das davon halten, ne? Naja. So. Oh, das geht gut nach vorne. Merke das schon hier. Hier in Osterode, da ist natürlich auch immer der Teufel los. Feierabendverkehr 16:19 Uhr. Ja. Mal Gas geben. Alter Schwede, ey, das geht aber wirklich gut nach vorne, Dennis. Dennis, da hast du mich aber nicht angeflunkert. Ich habe gerade nur einmal Gas aufgemacht. Der Mischer zieht an. Hui. Das ist ja genau das Richtige für mich hier. Gleich machen wir auch mal Top Speed oder so. Oder so 0 auf 100. Keine Ahnung. Oh. Federung ist natürlich steinhart, ne? Ist ja auch eine Schwalbe, die fliegt ja normalerweise. Alter, ist das geil. Schön vorschriftsmäßig blinken. Zack.
Er schiebt gut, ne? Schön schieben. Für so ein Elektrohobel ist das echt nicht schlecht. Vor allem, das finde ich ja irgendwie immer geil, ne? So diese, ein Motorrad, das hat ja einen Klang, so ein Zweitakter einen schönen Klang, ein Viertakter einen schönen Klang. Und diese Elektrodinger, die, man sagt ja immer, man hört nichts, aber man hört ja doch was, ne? Dieses Summen. Und irgendwie finde ich, ist das, das ist auch so ein geiles Geräusch, ne? Und gerade bei so einem Tesla zum Beispiel, die haben ja richtig Drehmoment durch diesen Elektromotor. Und wenn so ein Tesla dann an der Ampel steht und mal richtig Gas gibt, dann hörst du, wie diese Reifen, ne? Richtig dieses Abrollgeräusch von den Reifen, wie die sich anstrengen und durchdrehen, ne? Und dann hörst du diesen satten Elektromotor dazu und dann geht das und dann schießen die Dinger los, ne? Das ist natürlich ganz geil, da hält mein Octavia natürlich nicht mit. Oh, dieser Mischer, der hat richtig Stoff, der macht richtig Spaß. Hallo, werdet ihr euch hier irgendwie einig? Komisch. Eine komische Nummer, sage ich dazu nur. Nur fahr. Und jetzt heißt es Vollgas. Oh, der geht ja fast aufs Hinterrad, du. Die Karre, die hat Leistung ohne Ende. Mal sehen. Den Mercedes, den würde ich damit natürlich locker nass machen. Von 0 auf 40 oder so. Ist das geil, ne? Oder? Würdet ihr euch auch so eine Karre kaufen? Ich sage mal so, ich weiß jetzt nicht ganz, was das Ding kostet, aber ich schätze einfach mal so 7.500 bis 8.000 Euro oder so oder bis 9.000. Irgendwo dazwischen wird das schon liegen. Aber das ist natürlich geil, ne? Gerade wenn du so ein dickes Wohnmobil hast und dann da hinten drauf auf diesen Fahrradträger, da stellst du diesen Mischer einfach drauf. Und dann kannst du damit schön an der Nordseeküste über die Stranddüne pusten, ne? Das ist natürlich eine geile Sache. Guck mal hier, da hat Nils Holger so einen Aufkleber hinten auf dem Auto. Da komme ich mit meiner Schwalbe ja glatt geliegen, würde ich sagen. Ich hoffe, er macht auch einen Abflug, der alte Nils. Weil ich mache jetzt nämlich einen. Los, komm. Gas, oder? Jetzt machen wir hier mal einen schönen Soundcheck. Ich höre nichts. Oh, aber satte Geschwindigkeit, wirklich. 1A Sahneschnitte. Jetzt gucken wir gleich erstmal, was der Mischer hier auf Topspeed läuft. Die Kurvenlage ist auch schön. Da könnte man eigentlich sich nochmal überlegen, eine runde Sösetalsperre zu knallen, ne? So schöne Plastikspiegel mit Metallrahmen. Hätte man natürlich auch das Plastik weglassen können. Naja, egal. So, jetzt ist ja Staugefahr. Der Schwalbe können wir natürlich auch filtern. Also, wo ist der Stau? Ich will Stau. Könnten wir hier natürlich noch nicht einmal richtig durchziehen. Ich wollte euch doch das Topspeed-Ergebnis zeigen. Freunde, so eine Scheiße. Geht denn eigentlich die Hupe? Oh, schön. Die geht auch echt gut. Damit der hier auch mal wegfährt. Ja, gezeigt hatten euch Dennis schon. Ich halte natürlich auch gleich nochmal an. So, und Feuer! Stoppschild, vorbildlich, wird angehalten. Jetzt fahren wir ein Stück vor. So, auf die Plätze, fertig, los. Oh, der zieht ja richtig an, du. Hätte mich ja fast vom Hocker gehauen hier. Da steht auch, ratzfatz steht da die 70 auf dem Tacho, wirklich jetzt. Also, das ist ja mal komplett geil. Wir haben natürlich auch vollen Gegenwind. Ja, ist auch schon arschkalt. Ich habe gefühlt schon Inwuchs.
Oh, das ist echt schlimm. Ja, 83 habe ich jetzt geschafft. Jetzt müssen wir uns hier natürlich auf die Geschwindigkeit wieder anpassen. Ne? Sonst gibt es ein schönes Foto. Nochmal Hupe testen. Hupe geht. Geil, ey. Moin, Chef. Er hat zurückgehupt, habt ihr das gehört? Ist das geil. Also eine schöne alte Schwalbe, die kann man ja auch quasi nur feiern, ne? Und wie sind die Bremsen so? Sind die Bremsen denn auch gut? Oh, da hat's gequietscht. Entschuldigung. Entschuldigung, lieber Hersteller dieses wundervollen Exemplars. Ich wollte ihren Hinterreifen nicht verschwenden. Dennis, es tut mir auch leid. Aber man muss ja mal alles testen für die Jungs und Mädels. Ja. Also an der Ampel, ne, da habe ich ja mit meinem Moped schon mal ganz gerne so ein bisschen an Gas gespielt. Der Mischer hier, der geht dann natürlich direkt los. Aber der, Alter, der blockiert, also wenn man bremst, schaltet der nicht automatisch den Motor ab. Wisst ihr, was das heißt, was man damit machen könnte? Richtig, richtig geile Wheelies. Aufs Hinterrad mit dem Moped. Nein, das mache ich nicht. Dafür ist das ja ein bisschen zu teuer, ne? Man soll auch mal den Wert anderer Leute schätzen, Kinder. Schreibt euch das definitiv hinter die Löffel. Also, das muss man wirklich machen, ne? Es gibt Leute, die gehen ja mit anderen Leuten Sachen um, als wären es deren eigene. Und dementsprechend sehen die dann auch aus, ne? Oh, es ist auch kalt, ne? Halleluja. Vorhin von der Nordseeküste gesprochen. Jetzt fühle ich mich natürlich, als wäre ich an der Nordseeküste. Hallo Mädchen. Die hat mich aber nicht angeguckt. Die hat sich bestimmt gefreut, mich zu sehen. Ja, fährt ein bisschen Brennholz spazieren. Oh, schon Schnuppen. Ich habe schon Schnuppen wegen dir, Dennis. Mischer! Das macht schon Spaß, ja. Vorhin der, das ist echt eine sehr gute Verarbeitungsqualität, muss ich ehrlich mal sagen. Also es ist zwar Plastik, aber jetzt mal im Ernst. Selbst wenn du dir heutzutage einen Bugatti kaufst, ist da Plastik drin gefühlt, ne? Überall. Aber ja, schön. Also mich stört das nicht, dass das Plastik ist. Gerade weil das so einen heißen, schnittigen Design hat, der Ofen, ne? Sieht schon schön aus, ja. So, jetzt würde ich sagen, schnipse mal noch mal kurz, ne? Ich schnipse gleich noch mal richtig, ne? Und dann sehen wir uns an der Stelle wieder, wo ich euch dieses wundervolle Exemplar dann noch mal von nahem zeige. Weil ich weiß ja, wenn da Lemke im Titel steht, dann guckt euch das Video eh lieber an, wie wenn da der eine Tested Schwalbe Scooter oder sowas steht, ne? Deswegen, ich muss euch das Ding ja auch nochmal präsentieren. Für meine Fans auf Dennis Alm Account, ne? Sind ja schon so eine richtige Fangemeinde mit euch. Ihr seid natürlich alles lustige Leute. Oh. So, achso, hier. Ich schnipse übrigens, ne? Ich habe jetzt geschnipst, aber jetzt kannst du es eigentlich auch einfach weiterlaufen lassen, weil ich wollte ja hier irgendwo anhalten. Wo fahren wir mal hin? Oh, Offroad-Fähigkeit des Fahrzeuges. Wie ist das denn so? Schön. Oh, da dreht ja fast das Hinterrad durch. Ist das geil. So, jetzt sind wir hier schön an der Verladungsrampe. Hier wurden nämlich früher aus der Osteroder Kaserne die Panzer verladen. Und ich dachte mir jetzt einfach mal so auf spontan. Nein, ich habe nicht mal drüber nachgedacht, aber es passt sich ja wirklich ganz gut. Wir fahren hier so einen heißen Ostblech-Moped, ne? Also fast Blech. Und deswegen stehen wir jetzt hier. Sieht natürlich eigentlich wirklich cool aus, ne? Hier so einen schönen Scheinwerfer da vorne drin.
So, dann wollte ich mir meine Beta ja auch mal bauen. Sieht schon cool aus. Und vor allem diese Farbkombination, das ist natürlich auch voll und ganz meins, ne? So, so, nee, nein, ich mache keine Selfies von, hallo. So, alles für Thumbnail. Oh, da wird er wieder stolz auf mich sein, dass ich so gut mitdenken kann. Zack. Schön. So, jetzt müssen wir natürlich, ich laber hier schon wieder so viel um heißen Brei. Aber ich muss ja jetzt noch mal ganz kurz in dieses Helmfach reingucken. Wenn es das überhaupt ist, aber hier ist ein Schlüsselloch. Ja, guck mal einer an. Hier kannst du die Mühle einfach an Stecker eine Steckdose machen. Weil dann kriegt ihr immer tiefere Einblicke. Ja. Schön, passt nur leider kein Helm mehr rein. Jetzt sehen wir auch hier 90 km/h, 8 kW. So, und hiermit werde ich mich dann auch gleich mal mit bei euch hier, ne, verabschieden. Und ich hoffe, euch hat es mal wieder Spaß gemacht, mir voll Idioten zuzugucken, wie ich das mache. Ist auch unsere liebe Fahrschule schon wieder, hallo. Und somit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn ich mal wieder ein Video hier für euch drehe. Lasst ein Like da und einen Kommentar da. Und ja, wenn ihr wollt, dann könnt ihr mir ja auch mal auf Instagram folgen. Ne? Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Ist bestimmt cool. Da lade ich auch öfter mal was hoch. Hallo Dennis, ich bin wieder da. Kommt her, meine lieben Liebenden. Oh, ihr seid aber schöne Hunde. Hallo.